cooles Auto. Oh. Oh. Hat der noch gesagt? Und ihr könnt jetzt übrigens alle so einen Bus jetzt käuflich erwerben in euren Shop. Nach der Mission. Möchte ich bloß noch mal erwähnt haben. Hey! So. Was war das denn für ein Lag, Alter? Achso, ich muss den hier parken. Sag das doch mal einer. Oh, wie er zurückfährt, ne? Mach das. Ja. Und dann geht's weiter. Weiter. Katze, was möchtest du? Meine Muschi will schon wieder gestreichelt werden. War das ein Schrank oder war das wirklich eine Katze? Das war wirklich eine Katze. Achso, ich glaube, wie so ein Schrank, ja. Weißt du, die so aufgeht. Okay. Nee, ich quietschte mal extrem. Jetzt kann ich zu euch kommen. Das ist schön. Katze. Oh, Gefängnis aus 2 Raketen kaufen, Munition für alle kaufen. Du trägst bereits Panzerung. Ja, du kannst auch hier schwere Panzerung kaufen, wenn du nicht. Vorbeigetretener Spieler. Wollte ich gerade sagen, hier kannst du ja auch Panzerung kaufen bei dem. Ich bin Athlet. Der Ben ist auch Athlet und der Brain ist Fitness-Fan. Yeah, wo kann man das denn sehen? Stärke schwach. Ja. Don ist zerbrechlich von der Stärke. Der Digi ist auch zerbrechlich, Amateurschütze. Oh. Aber warte, ich war noch nicht fertig. Was? Ich war noch nicht fertig. Ist doch nur Bus, denn du bist doch allen auskäse. Ich will erkennen, jetzt 20 Minuten auf so einer kleinen Missionvorbereitung hängen. Du, schöne Masken habt ihr auf. Oh. Ja, hier. Oh, super, ich bin ganz hinten. Ich sehe ja gar nicht, was ich anhabe. Ich würde gern wieder meine. Lass uns doch alle. Hier, Police oder. Was hat er denn jetzt? Hä? Alter. Ich nehme die. Die sieht einfach geil aus. So richtig schön assi. Ich will so eine Taliban-Mütze. Wieso? Ich mag meins. Auf, kommt. Oha. Brauchen wir ja 5 Stunden. Bin fertig. Fertig. Yeah. Jo, gute. Mit der Lederklamotte, das sieht so toll aus. Echt. Oh, schön, schön. Schön. So, wie gesagt, wir müssen jetzt den Bus, mal gucken, wo fährt er denn? Links, ne? Irgendwo. Okay, it's time to catch the bus. Ich werde jetzt einfach mal dem Don nachfahren. Wer fährt denn da vorne? Ich guck gerade, wo er fährt. Wo fährt denn der aus? Wer fährt denn da jetzt schon los? Ich hab einfach auf M, ich hab M und dann Gefängnisbus und dann macht er dir hier so eine... Ja, wenn das Ding sich bewegt, ja, dann. Dann fährt er trotzdem in die Richtung. Das habe ich schon gemacht. Das passiert schon. Das geht schon. Ich fahre jetzt auf die Autobahn. Ich bin schon auf der Autobahn. Ja, soll ich dich mitnehmen oder? Was? Ja, klar. Warte. Muss man das? Ja, Appello, du musst mal sagen, wo du lang fährst, ja? Oben ich bin gerade die nächste rechts raus. Oben links dann. Rechts. Oben links. Wenn du rechts rausgefahren bist. Schon egal. Ja. Ich fahr dich mal dran. Ja. Dann wieder da unten auf die Brücke. Jetzt habe ich eine Drehung gemacht, scheiße. Ich kann echt anscheinend am besten Auto fahren von euch mittlerweile, ne? Ja, ich muss dem Auto ausweichen. Das Auto. Ja, ausweichen. Ich dachte, du bist mit deinem Geländewagen unterwegs. Nee, da. Nicht mehr. Mit deiner Walzraupe da. Walzraupe? Ist das noch ein gutes Wort oder was? Für das Ding Alter, warum kann ich denn das KI-Auto nicht überholen? Gib doch mal Gas, Junge. Bist du geradeaus weitergefahren auf der Autobahn? Ja, geradeaus weiter einfach. Lass mal dem Straßenverlauf folgen. Die heizen ja auch ganz schön lang auf der Autobahn. Ja, das ist krass, ne? Das ist ja eine Autobahn und nicht irgendwie eine Landstraße. Ja, aber normalerweise ist es doch so, dass selbst bei der Autobahn die GTA-KI einfach so voll arschig fährt. Man macht sie ja eigentlich auch, ne? Ja, ich überhole die alle. Ja, ich auch. Ich hab ja nicht so ein Auto wie der Brain. Ja, komm, als hätte ich jetzt hier das schlechteste Auto.
schub die alle beiseite. Bam! So, gehe meine Maske auf. Ich habe jetzt auch meine Maske aufgesetzt. Ja, ich auch, ne? Ah, ich sehe schon den Heli. Ich sehe schon den Heli. Ja, ich sehe den Heli auch. Habe ich meine aufgesetzt? Weiß ich gar hinten, nicht. Ganz hinten in der Ferne. Kann ich mal kicken? Ja. Sicherheitsteam. So, links runter ist der. Ich fahr mal links einfach. Oh je, Mene, auch noch intact. Ja, ja, wir müssen nur den Fahrer abknallen, ganz wichtig. Pille, was hast du gemacht? Soll ich schon den Heli runterholen? Soll ich das schon mal machen? Soll ich das schon mal machen? Nee, ja, mach doch. Wenn du bei uns das Fahrzeug ist, oder? Wenn du kannst, was ist denn? Ja, ich habe ihn im Visier, ich könnte einfach abknallen. Was macht, der Heli da? Der steht so schon ab, passt, ne? Ja, steig mal ein, ja. Ich fahre in Richtung. Mhm. Jo, warte. Komisch, mein Auto ist noch intakt. Bello hat hinten links ja einen Schaden. Ich bin gerade auch gegen diese Laterne da geflogen. Geflogen? Denk, du hast ein Auto? Ja, ich... Gefallen. Ja, komm, genau. Okay, wie fahren wir denn da jetzt am besten? Der ist nämlich hier... Also einer muss jetzt den Heli abknallen. Ja, dann mach du das. Achso, ich hab jetzt auch einen. Weg da. Ich nehme nicht den Fahrer da kaputt zu hauen. Ja, okay, warte, dann guck mal, ob ich den Heli krieg. Ich mach das Auto raus, mach ein Fahrerblatt. Der Heli ist. Oh. Oh, wer ist das denn da? Mann! PC-7. Fahrer down. Oh, sagt der. Ja, Fahrer. Heli! Heli, bitte! Ich hab den nicht gekriegt. Muss hinterherfahren. Alter, was ist denn hier los? Boah, knallt doch den Heli bitte. Ja, ich bin unterwegs. Bleib doch mal ruhig jetzt. Ich bin unterwegs. Ohne Moment, Alter, was kriegen da irgendwo? Was ist denn das jetzt? Also das ist ein Durcheinander. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Alter. Dann bin ich gestorben. Oh. Achso, ich hab, glaube ich, Dings eingestellt. Was? Hardcore das? Ja, eigentlich nicht, aber... Ja, es sind zwei gleichzeitig gestorben. Ja, dann das Ganze. Achso, du Mann, schießt auch. Gut, dann werde ich jetzt als erstes den Heli abknallen. Ey, ich habe auf den Heli geschossen. Wenn sich keiner von, euch einigen kann, wer was machen soll. Ich hätte den Heli, ich war dabei, aber der Heli ist Bild weggeflogen oben, und dann... Bitte, dankeschön. Bild nach oben, bitte. Danke. Mit was Shift Bild links. Bild nach oben heißt bestätigen. Bild Shift, linke Shift-Taste ist hier Munition. Ich stand da gerade hin. So, was, jetzt bitte... Jetzt machen wir es so. Beim Runterfahren tun wir den abfangen. Pilo, du machst den Hutschrauber. Tichi, du versuchst diesen Fahrer. Ja, guck mal, ich habe hier schon den perfekten Pin. Ah, Nein, versucht uns Backup zu geben. So machen wir das. Und nicht wieder Hühnerhaufen wie ja, jetzt. Ja, aber bitte mir nicht wieder reinfahren. Das Problem war jetzt, wir wurden von hinten geschubst. Deswegen haben wir dich geschubst. Ja? Wem ist denn der Große hier? Ja, du fährst nicht, du rutschst rüber. Mein Freund der Sonne. Warte. Weil du sollst ja den Fahrer umgießen. Oh. Was braucht ihr denn da immer so lange, um euch zu entscheiden, was ihr machen wollt? Hä? Alles gut, bitte. Alle keinen Plan da. Wieder Joker, ihr seid alle Joker. Ohne Witz. Was ist denn jetzt schon wieder? Hab ich was verpasst? Ja, weil ihr so lange braucht. Ja, mein Gott, mein Beifahrer muss auch einsteigen. Jetzt kann ja nicht jeder so cool wieder sein wie du mit deiner kleinen Karre da vorne. Ja, hallo, die kleine Karre, die zieht euch da vorne hier. Ist Gold lackiert, Gold! Ich glaube, ich sollte das nächste Mal ein anderes Auto wählen. Im Ford oder was? So, ich bin am Bus, ne? Ich warte aber auf euch. Ja, wäre schön. Richie, du versuchst, wie gesagt, den Bus den Fahrer umzunieten. Bin noch nicht ja, da. Ja, mach ich. Hab ich eben auch schon. So, wer ist jetzt hier? Der Don. Okay, der Don ist schon mal. Aber wir dürfen nicht so nah an den Bus, sonst beginnt direkt das Feuer. Ja. Deswegen halte ich okay, ein bisschen Abstand. Ich bin jetzt auch da. Okay, dann geht's los. Ich fahr mal auf die Autobahn schon mal runter. Ey, was machst du da? Wer macht Heli? Soll ich jetzt Heli machen? Ich mach den Heli. Ich mach den Heli. Seid ihr alle da? Ja. Ja, ich bin. Ich bieg jetzt auch auf die Autobahn ab. Wenn die Autos mir nicht alle in den Weg fahren würden. 3, 2, 1. Ja, los. Ich sag. Hast du? Nee, warte, 3. Hab ich. Was los? Boah, wieso treffe ich den Scheiß nicht? Ich bin im Bus drin. Ja, okay, dann fahrst du den Bus. Heli down. Bist du vorne dem ab? Was ist mit. Ja, was ist los? Hauptsache die Bullen.
Okay. Oh. Ich hab's gerade rausgedrängt. Okay. Und du? Wo muss ich jetzt hin? Hast du mal weg, du musst die Sterne loskriegen. Vor mit dem Ding. Vor. Ja, ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Hilf mir! Scheiß NPCs. Okay. Bin unterwegs. Hilfe! Bist du denn schon wie Hilfe? Fahr am besten auf irgendwie. Du die ja, kannst fahren. Ja, auf dem Landweg oder so. Genau, das ist am besten. Genau. Ich hab dir jetzt ein bisschen geblockt, dass du fahren kannst. Jo, passt. Alles klar. Ja, kleines Ding. Der da ist down. Jawoll, nice, Leute. Der ist auch down. Ich bin jetzt mal querfeld ein reingerusht. Ja, ich bin hier mit dir. Auf halbwegs gefestigten Wege. Hilf mir! Sterne blinkt schon, alles gut. Nee, vor der Grün. Ah, fuck. Ja, du musst oben auf dem Berg und auf dem Gelände. Ich versuch's hier zu blocken, fahr ruhig. Ups. Ja, okay. Und da kommst du auch. Du musst, ja, fahr rechts. Kann genau. Mich einer mal abholen? Ich werd hier beschossen. Und nicht gerade wenig. Wo, was heißt hier abholen? Wo, was? Ja. Ich bin hier irgendwie beim. Oh, ich muss da hin. Ich muss versuchen, da hinten hinzukommen. Ja, wir nennen ihn erstmal in Sicherheit. Der Bus ist egal. Warte mal. Aber ich werde hier rechts abbiegen jetzt. Am besten auf der Bahnstrecke fahren. Da kommt irgendwann ein Tunnel dann. Oh ja, natürlich. Ich kann alles kaputt fahren, ja. Aber also, kein dummen Strauch oder was? So, ich habe die Bullen auf mich gelenkt. Ich habe jetzt 4 Sterne. 3 Sterne, Entschuldigung. Wie sieht's bei dir aus? Blinkende 3 Sterne. Ja gut. Und, okay, dann fahre ich mal von dir weg, weil sonst. Und immer noch on. Auf Abwägen. Das weiß er nicht, weil weiß der Bulle nicht, wem er folgen soll. Mir oder dir, ja. Meine Sterne sind jetzt weg. Super. Ich hab noch Sterne, ich hab noch Sterne. Gut, ich hab meine sind weg. Puh, Schwein gehabt. So, ich hab noch 3 Sterne. Okay, also. Ich auch. Also ich und Pille versuchen jetzt loszuwerden und. Du kannst schon ich mal. Du fährst dahin, wo du hin musst. Das siehst du ja, hin, bis jetzt hab ich noch nichts. Ich hab einen Platten. Warte, bis dein Team die Kopf abgeschüttelt hat. Okay. Du hast einen Platten? Ja. Ich werde mich jetzt einfach hier mal ein bisschen rumfahren. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Nun, steigst du vorne bei mir ein. Soll ich jemanden? Oh, nee, ach, du bist hier? Ja, ich bin direkt neben dir. Okay, warte, dann lass mich mal. Okay. Meine Reifen kriegen sie nicht platt. So, fahren wir am besten querfeld ein oder so. 3 Sterne geht ja noch. Ja, die kriegt man auch schnell. Siehste, kann nicht so einfach sein, wenn wir alle eine Rolle haben. Ja, natürlich. Alter, was ist denn? Also, das Auto ist für dieses Gelände nicht wirklich geeignet. So, rechts. Jo, aber man kann wenigstens die Vollen wegfahren. Hast du gesehen? Ich dachte, wir knallen jetzt. Links. Ja. Was machst du denn da? Halt doch mal die Karre ruhig. Ich kann die eigentlich mal rechts anhalten und kann euch zuschauen, oder? Oh, Junge. Du fährst dir gerade richtig schlecht. Bleib ruhig. Ja, ich will die auch mal loswerden. Ich hab mir ein Auto geschnurrt. Hast du dir ein Auto geschnurrt? Schade. Warum kann ich... Ich darf nicht aussteigen wahrscheinlich, oder? Nein. Okay. Da sollten wir die Bullen nicht zu ihm führen, oder? Fährt doch rechts. Du wirst rechts bleiben. Nee, da ist doch keine Bullen mehr. Ja, und? Und du weißt schon dann, dass wir die abhängen müssen, sonst kommt der nicht weiter, der Brain. Ja, bleib ruhig. Ja, du fährst doch so gemütlich, guckst da so links, da sind noch ein paar. Nein! Jetzt hab ich hier wieder. Alter, jetzt hab ich hier wieder ein Polizeiauto auf der Schnauze. Warum bist du reingefahren oder was? Ah ja, weil da ein Polizeiauto kam, weil ihr wahrscheinlich zu nah bei mir wart. Jetzt hab ich wieder 2 Sterne. Ja, trotzdem erkennt er dich doch nicht, oder? Doch. Direkt. Ja, warum fährst du denn wieder? Ja, weil ich mal auf die Dings wollte, auf die Autobahn, damit ich schneller von A nach B komme. Fahr mal den Berg hoch, Don, fahr mal den Berg hoch. Wenn wir blinkt, ist das gleich weg. Ja, gleich, das dauert nur 5 Minuten. Jetzt ist weg. So, bleib doch mal ruhig. Wenn ihr keine Bullen sind, brauche ich den Berg nicht hochfahren, das ist doch gaff. So, aber Brain ist auf der anderen Seite, sehe ich gerade, ne? Deswegen fahr den Berg hoch. Okay, ich hab jetzt hier, liefere den Gefängnisbus zur Übergabe.
Ja, perfekt. Wie er da hochgewurschelt kommt. Gute! Hab gut, ne? Wie los? Na, hat der Bus ist aber noch ziemlich heile, ne? Für ja, das. Ja, sagen, hab ne? gut gehalten, gell? Bin gut gefahren. Trotz, dass das Landweg war, ja. Muss mir schon sagen. So. So, soll ich jetzt einen abknallen, damit die Bullen wieder kommen? Ja, bitte. Wir dürfen nicht mehr sterben, ne, Leute? Wer ist denn jetzt schon gestorben? Der dich hier, oder was? Ich, ja. Wo bist denn du? Ich bin auf dem Weg zu euch. In der Stadt. Okay. Nee, ich bin auf dem Weg zu euch. Du hast auch den gelben Punkt, ja? Ja. Ja, du musst jetzt rechts runter, ne? Du fährst aber auf der Geradeausspur. Oh. Mann. Ich bin echt zu nervös, ne? Ihr müsst manchmal echt ruhig auch bleiben. Ja, ohne Mistpille, bleib doch mal locker, ey. Nee, ich bleib nicht locker, man könnte das viel schneller machen. Ja, guck mal, dein Autopille. Oh, wie hupt und wie raus, guck das an, oh mein Gott. So, ich fahr den noch vor euch hier. Boah. Danach müssen wir ein Polizeiauto klauen, ne? Ja? Ja, da müssen wir, wenn wir zwei das machen, dann müsst ihr eine Polizeistation ein. Juhu! Ich würde es gab mal in GTA San Andreas eine Polizeistation im Duschraum, einen Dildo, den du dir holen konntest. Alles gut. Ich würde euch aber so empfehlen, dass einer von euch holt euer privates Fahrzeug, der andere holt sich die Bullen mit einem Stern und du klaust dann das Auto im Hinterrücks. Weißt du? Okay. Achso, ja, das können wir natürlich machen, dass ich am Bullen reinfahre und dann... Am Ende habt ihr trotzdem beide einen Stern, aber du hast weniger Probleme, ins Auto reinzukommen, ne? Dann müsst ihr Stern loswerden und dann... Hier rein. Was machst du? Weil ich gelabert habe. Achso, ja, eins. Upsa! Ah, töten wir ihn, ne? Boah, der hat ja mal ein cooles Auto, der DJ hier. Oh. Hat der noch gesagt? Und ihr könnt euch übrigens alle so einen Bus jetzt käuflich erwerben in euren Shop. Nach der Mission. Möchte ich bloß noch mal erwähnt haben. Ey! So. Was war das denn für ein Lag, Alter? Entschuldigung. Sag das doch mal einer. Oh, wie er zurückfährt, ne? So. Hi, DJ. Hi. Hallo. Da kommt er ja. Nice. We'll hold on to this for you. Pillow sieht aus, als hätte er immer gekifft irgendwie. Ja. Tja, das ist mein Geheimnis. Ich bin immer weg. Yeah. Ich bin auf Ecstasy, deswegen bin ich so unruhig, weißt du? Da hab ich Platin, wieder Gold. Platin. Ja, nur weil das dieses Auto gefahren ist. Ich glaube, das, was du am Ende ablieferst, kriegt immer Platin, kann das sein? Ja, yeah, Stufe 16. Jetzt ein halb. Sachen freigeschaltet. Ich muss die Katze, was willst du schon wieder, ne? Was willst du, Musche? Ja, die ist total nervig gerade. Und die nervt so voll, ne? So wie voll so miau und so. Wie lange ist da deine Zweitaufnahme jetzt schon? Wir sind jetzt bei 49 Minuten insgesamt. Ja, wollte ich gerade sagen, 49 Minuten, jupp. So, wie Geld gab? Ich glaube, ich hatte eben 15.000. Wieder 15.000, sowas. 15.000, ja, ist in Ordnung, ne? Das ist ja nicht so schwierig eigentlich gewesen. Na, erstmal wieder hier. Da siehst du, da kiffe ich schon wieder. Ich habe Ladebildschirm immer noch. Ja, ich habe noch Ladebildschirm, jupp. Das ist aber, ich muss noch so lange. Aber ich will mir jetzt ein schnelleres Auto holen. Also, wieso? Wieso, was willst du denn holen? Also ich klaue mir hier einfach eins von den Leuten. Ach so, meinst du das? Ja, es gibt ja auch, oh mein Gott. Ah, jetzt hab ich auch. Ah, da fehlt aber einer, oder? Da fehlt denn da? Ja, der Pillow macht Orakel. Nee, ich stehe eigentlich vor diesem Blackjack, Yellowjack. Was ist denn hier für eins? Was ist das für einer? Von euch einer? Der rote, der schwarze hier? Der Ocelot? Wo seid ihr denn? Bin ich nicht bei euch in der Session drin, oder was? Ich würde euch auch empfehlen, den Sprachchat auszumachen, ne? Sonst ja, ich hab den schon aus. Nee, hab ich noch nicht. Weil gerade kommt einfach die Booties, weißt du, das ist ein bisschen blöd. Boah, bin ich ja wieder alleine, superklasse, hier. Seid ihr alle in einer Sitzung, ja, ja, ne? Es kann sein, weil du von anders, weil wenn wir alle in der gleichen Situation dort joinen, ne? Dann,
dann kommen wir alle hier raus. Deshalb war das ein bisschen verwunderlich, ne? So, ich muss Ron, ich will nicht mit dir telefonieren. Ron, jetzt sei doch nicht so anhänglich. Ich hab doch gesagt, es ist vorbei. Ja, echt, ey. Aber. Ich fahr grad mal nach Hause. Dauert ja noch ein bisschen, oder? Ich hab grad... Kann man den Ocelot, kann man den markieren lassen? Welchen Ocelot markieren lassen? Meinst du das Auto, meinst du jetzt? Ja. Das weiß ich nicht. Das? Aber das langzeitig markiert. Wie kann ich den Audiosprache ausschalten? Unter Sprachchat oder sowas im Menü, in Einstellungen. Einstellungen, Sprachchat. Ja. Genau. Was wahrscheinlich irgendwelchen Slang schon wieder erwischt, ne? Ja. Klang wie Pillow auch, ne? So ähnlich. Ja, ich komme irgendwie nicht mehr. Also ich fliege immer raus, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also ich habe jetzt schon Firewall aus. Aber du bist noch im Spiel bei uns drin, oder? Nee, im Spiel selbst oder? Noch drin. Oder weißt du, ja, im Spiel schon, aber ich fliege halt immer aus der Sitzung raus, ne? Das ist ja Quatsch. Und ich kann euch dann nicht immer direkt joinen, das ist auch irgendwie Schwachsinn. Dialogverstärkung ja, ist das, ne? Boah, wie du mich abgedrängt hast. Das hat er, weißt du, ich hab eigentlich fast gar nichts gemacht, gell? Von der Lenkung her, das hat er fast selbst gemacht. Ach so, aha. Es konnte keine kompatible GTA Online-Sitzung gefunden. Was heißt denn kompatibel, bitte? GTA Online kompatibel? Was? Das sind ja zwei Gegensätze. Ah, fuck, ich hätte abbrechen müssen. Ja, das passiert halt, wenn man hilflose Fahrer von der Straße drängelt. Ja, ich glaub's auch. Es war ausgleichende Gerechtigkeit. Was, dass dann, wenn die Tür fehlt, oder was? Ah, Mann, laber doch nicht so viel, jetzt hab ich mir die Ausfahrt verpasst. Ausfahrt, mein rechtes Licht ist hinten kaputt. Das erscheint mir irgendwie wichtiger, als meine rechte Tür die fehlt. Ja. Erzähl uns doch noch mal, wie wir vor uns zu zweit so richtig geil auf diesem Bike gefahren sind. Oh ja, ich hab so schön hinten drauf gesessen, Don, du hast schon richtig Gas gegeben. Ich hab mich um deine schlanken Hüften geschlungen. Dich an meinen Lenden geschmiegt, ne? Ah, ja. Echte Bikerliebe. Also ich bin jetzt in einer Sitzung drin, aber nicht in eurer. Also ich fahre durch die Stadt und ich höre nur links richtig. Puff, puff. Ja, bei mir hat's auch eben BAM gemacht. Ja, ich habe kein Auto. Merkt, wir sind GTA Online. Bleib doch mal stehen, du. Okay. So, jetzt habe ich angehalten und jetzt? Nicht du. Ey, oh, schade, dieses Fahrzeug kann nicht in deiner Garage abgestellt ach werden. Ach so. Schade. Ah, ihr seid, euer Server ist voll anscheinend. Okay. Na, ich bin gleich wieder am Haus, dann lade ich dann ein. Ja, ich bin auch jetzt am Haus. Warte mal, aber noch vor ein Auto klauen. Da kannst du doch bei deiner Sitzung doch noch machen, oder? Ja, aber wenn du schneller im Haus bist als ich mit meinem wieder in der Stadt, dann haben wir ein Problem. Dann kann ich auch noch einen fixen Orangensaft trinken, der in meinem Haus steht. Einen fixen Orangensaft trinken. Also ich muss euch wirklich sagen, auch für euch oder auch für die da draußen, kauft euch nicht das 500.000. Das 300.000 ist auf keinen Fall gerechtfertigt. Was denn? Das Luxus-Apartment. Nicht die 500, sondern die 200 aufwärts, 200, 220, reicht vollkommen aus. Das, was du hast. Ich habe die 500.000er Variante. Okay. Weil ich einfach wissen wollte, was ist der Unterschied, weil ich kenne die 200.000er. Und damit wir hier Missionen machen können, dachte ich, okay, machst du das hier, ne? Scheiße, war's los. So. Gefängnisstation. Also, ne? Bin ich mal gespannt, wer unsere zwei Bullen spielen möchte. Hast du schon das? Bin schon drin, ne? Klar. Ja, warte, ich geh gerade noch in Ammunition und. Ja, mach. Kein Scheiß noch. Hol mir gerade noch was zum Anziehen. Lass euch mal selber auswählen. Das kann warum ist denn jetzt unten rechts meine Ammunition nur ein Viertel voll oder so? Meine Panzerung. Eine kleine vielleicht dann? Ja, aber wie kann ich jetzt die große nehmen zum Beispiel? Inventar, Panzerung. Ich dachte, der legt die automatisch an, deswegen. Ich wunderte mich immer so, ja, ich habe doch Panzerung gekauft und sterbe ich so schnell. Wenn eine Panzerung aufgebraucht ist, dann müsst ihr die zweite manuell anlegen durch Inventar. Ah, ich sehe es gerade. Bei die Aufträge hier, da könnt ihr auch immer Munition und Armor immer kaufen, ne? Eine zumindest. Wenn ich Einladung rausschicken soll, ich kann es machen, ne? Ich kriege eh bei alle bei Handy, ne?
könnt ihr euch schon noch fertig machen und ja, komisch, okay. Ja, macht okay, euch doch fertig. Die Einladung könnt ihr annehmen, ist ja offen, ist ja kein Thema, oder? Macht euch doch fertig, ihr nehmt ja auf. Dann Krümel. Ja, ich habe angenommen. Irgendwie geht nicht mehr Ammunition. Irgendwie geht erst ab Level 15 oder sowas mehr im Inventar zu speichern. Brain, beim finalen Coup wird es dann auch so sein, dass wir zwei Piloten brauchen. Einen für einen Hubschrauber und einen für ein Flugzeug. Also Hubschrauber nehme ich. Würde ich sagen, das machst du. Da musst du noch aber den Gefängnisbus fahren. Ist nicht wirklich... Habe ich ja eben auch gemacht. Ja, ist okay. Ist es aber dann so, dass... Ich habe die Einladung nicht gekriegt, ne? Also ich habe sie schon gekriegt, aber sie wird nicht mehr unter Jobliste angezeigt. Guck mal, hast du nochmal gekriegt? Nee. Ja. Doch, jetzt wird's eingeladen. Jetzt wird eingeladen. Pilot LP eingeladen. Jetzt, okay, alles klar. Kein Thema. Hat's gerade zwar auch schon gezeigt, aber nicht im Handy. Ja, das ist manchmal ist kein Problem. Ist es dann aber so, dass dann Pillu und Ditchi dann das Gefängnis machen müssen? Das ist viel Ballerei und ihr dürft euch da nicht so weit voneinander entfernen, sonst steht er out of range und da geht der Scheiß von. Oh, okay, nicht so gut. Aber wir brauchen halt zwei Piloten, weil es hängt noch beim letzten Auftrag damit zusammen. Ich muss Jets ausweichen und du musst mir helfen, die Jets abzuschießen. Und du musst dann beim Ausbrechen den Zweien auch unterstützen. Also Kampfjets schießen quasi auf mich mit Raketen. Auf mich deine Jets. Okay, und ich muss dich, ich kann dich auch aus dem Heli rausschießen, oder was? Du kannst die vom Heli aus abballern. Du hast einen Heli mit Kampf, du hast einen Kampfheli. Nice. Ja. Also es funktioniert eigentlich sehr gut. Kann der Beifahrer denn aus dem Heli Raketen schießen? Im Raketenwerfer? Weiß man nicht, ne? Also vom Meli aus, als Beiflieger meinst du jetzt? Da gibt's ja keinen, oder? Weil ihr auf dem Boden seid und das im Zellrevier machen müsst. Da gibt's keinen. Aber dann kann ich ja vom Boden aus abschießen. Könntest du quasi... Sofort da. Achso. Du meinst den Chats, meinst du, mit deinem Dings. Aber du wirst keine Zeit haben, weil es ist so, einer von euch ist Gefangener und einer verkleidet sich als Polizist. Ja, ich mach dann hier wieder einen Cut für die Leute. Ja. Sag ich's einfach mal an. Wow. Und, nein, oh mein Gott. Werden wir es erfahren in der nächsten Folge. Da, 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 da. Aber jetzt...